So, also nochmal einen wunderschönen guten Abend. Die meisten von euch kennen mich ja, denke ich. Vielleicht der eine oder andere noch nicht. Zumindest die, die vielleicht mal dann die Aufzeichnungen auch ansehen. Ich bin ja mittlerweile schon sehr, sehr lange dabei beim Unternehmen. Und wie eben schon erwähnt, eine sehr, sehr bewegte Zeit, die jetzt auf uns zukommt. Schlag auf Schlag gibt es Informationen, die auf eine starke Änderung hindeuten, die jetzt kommt und die auch ja notwendig ist. Und wie gesagt, nähere Details gibt es dann immer schon im Vorfeld in den Workshops. Aber hier erstmal, was ist Skyway, ja, die innovative Transporttechnologie der Zukunft? Aber wie viele von uns ja schon wissen, es geht ja nicht mehr nur um Transport, es geht mittlerweile um sehr, sehr viel mehr. So, aber erstmal, was ist Skyway? Skyway ist ein innovatives, das heißt ein neuartiges Transportsystem auf der zweiten Ebene mit hochfesten Seitenschienen. Zweite Ebene ist ja das Schlagwort schlechtweg jetzt. Man hat ja überall Probleme mit dem Transport. Alles ist zugepflastert, Häuser, immer mehr Leute gibt es auf der Welt, immer mehr Chaos, immer mehr Autos, immer mehr Tote und, und. Und so kann es nicht weitergehen. Und was bedeutet Skyway? Kein Stau, allein weil eben das Ganze auf der zweiten Ebene ist, auch ohne Kreuzungen, was sehr bedeutend ist. Keine Verschmutzung, das Ganze, der Antrieb ist über Strom, ohne eben die Atmosphäre zu verschmutzen. Ja, unsere liebe Greta, die ja so missbraucht wird in meinen Augen für diesen Zweck, um sicherlich nicht das durchzusetzen, was wir eigentlich bräuchten, nämlich wirklich eine saubere Luft, saubere Technologie und so weiter. Leider wird das Ganze oft in die andere Richtung gesteuert. Aber Skyway könnte ein Weg sein, um tatsächlich unsere Natur wieder zu verbessern. Keine Grenzen. Warum? Es gibt vier verschiedene Schienenarten, die wir heute noch kennenlernen werden, um mit dem Bau von Skyway in jedem Gelände und bei jedem Klima mobil zu werden. So, hier sehen wir schon die Problematiken im Transport. Hier, das wäre zum Beispiel typisch für die Emirates, Sandstürme. Man, ja, ein Sandsturm und man ist nicht mehr mobil, man kann die Straßen nicht mehr gebrauchen. Im Winter Schneegestöber, Eis legt oft den Transport lahm. Oder auch, wenn dann die Schneeschmelze beginnt oder in den Regenzeiten in vielen Ländern, Wasser und Überschwemmungen sind die großen Themen des Lebens des Transports. Hier Frachttransport, ein tolles Bild, nichts Neues, aber ich denke, das ist mal nicht Deutschland, das ist eher in den zweiten und dritten Weltländern. So könnte die Lösung durch Skyway sein. Passagiertransport. Ich habe hier bewusst deutsche Bilder eingebaut. Wir haben hier mehr als 2,5 Millionen erfasste Unfälle, 308.000 Unfälle mit Personenschaden, 3.270 wurden getötet 2018 und fast 68.000 Schwerstverletzte, die eben bleibende Schäden oft haben. Es ist dramatisch, 2.000 Staus gibt es jeden Tag. Also das ist im Moment die Situation in Deutschland, weltweit natürlich teils noch viel schlimmer. Das gleiche Thema haben wir bei der Logistik zum Beispiel in den Häfen. Auch Hamburg hat hier ein ganz großes Problem. Ich habe mir ja vor kurzem in Hamburg den Hafen angesehen und was da alles so passiert. Nur nebenbei bemerkt, ein so großer Tanker braucht 7 Millionen also für 7 Millionen Benzinkosten. Also das sind Zahlen, dass, da wird einem ja gerade noch schwummerig. Also ich wusste ja, dass es teuer ist, aber eine Tankladung 7 Millionen ist natürlich schon drastisch. So, Seilbahnen, die Lösung, die Frage, die im Moment in jedem Presseartikel zu finden ist, hier von der Frankfurter oder in Bayern oder München hier, die haben ja auch ein großes Problem. Kann das eine Lösung sein? Ich denke eher nicht. Denn die vorhandenen Lösungen, die neuen Lösungen sehen so aus, meiner Meinung nach von der Kapazität einfach nicht geeignet, um unsere Problematiken zu klären. So, was bietet Skyway? Ihr seht, ich habe jetzt hier überall das Englische gelassen für unsere ja, Welt,
Situation, damit auch andere das Ganze mitverfolgen können. So, was bietet Skyway? Komplexe Lösungen für Fracht- und Passagiertransport. Ich werde euch die Fahrzeuge dann noch einmal im Einzelnen zeigen. Dann komplexe Lösungen hier im Güter- und Personenverkehr. Hier sieht man auch eben das Unitrans, aber wie gesagt, das zeige ich euch noch mal im Einzelnen. Hier Unibike, das erste Fahrzeug überhaupt, oder Unibus. Beide wurden damals schon 2016 auf der InnoTrans vorgestellt. Unicar, das sind jetzt 18 Sitzer, das Unicar in drei Teilen aufgeteilt. Eines der bereits, also alle, die jetzt hier gezeigt sind, sind schon zertifiziert. Auch Unitrack, hier mit diesem, der Gummilippe einfach öffnen, kippen, kann man also Schüttgut zum Beispiel leicht transportieren und auch dort ausschütten, wo es benötigt ist, vielleicht auch auf Schiffen und so weiter. Wunderbar, auch schon zertifiziert. Also wir sind hier schon sehr weit fortgeschritten. Dann Unitrans, eine Sache, die man ja für die Mongolei in Erwägung zieht, eben, dass man entweder über Förderbänder oder, ich gehe nochmal kurz zurück, auch über diese Möglichkeit, eben diesen Kohletransport in der Mongolei nächstes Jahr angehen möchte. Beide Möglichkeiten sind in der Erwägung, aber welche genau genommen wird, weiß man noch nicht ganz genau. Jedenfalls wird das nächstes Jahr Thema sein. Uniwind, ein ganz kleines, neuartiges Fahrzeug, eines von mehreren eben für die sogenannten Endlösungen. Also das heißt für das vierte Schienensystem, das zeige ich euch ja dann später bei der Technologie. Dann hier das Highspeed-Fahrzeug, hier in dem Fall das in Berlin vorgestellte für 6 Personen, ist schon im Zertifizierungsprozess. Allerdings die Endzertifizierung kann ja erst gemacht werden, wenn die Highspeed-Strecke in Abu Dhabi fertig ist. Und das dauert noch etwas. Aber das Fahrzeug selber ist schon im Prozess und die Technologie ist auch schon im Prozess. Dieses Fahrzeug hier, Seekontainer, 35 Tonnen können die transportieren. Hier diese Container kann man eben leicht mit so Zangen hochheben und dann eben auch die Schiffe verfrachten. Auch schon in Arbeit, in der Herstellung, wird benötigt dann in den Emirates. Hier haben wir sie, die Seehäfen, wie sie Skyway auch anbietet eben, und hier sind über diese Frachtsysteme, hier könnte man eben diese Container bewegen. Wer Hamburg schon mal gesehen hat, dem kommt das bekannt vor. So, und wie arbeitet die Skyway-Technologie? Nun, das Ganze auf einer speziellen Basis von einer hochfesten Schiene. Jetzt schauen wir uns mal den klassischen Schienenkörper an. Hier außen herum haben wir einen sogenannten Schienenkörper. Dann hier oben, das nennt man den Schienenkopf, und hier die Schiene. Hier fährt dann das Skyway-Rad. Dann haben wir hier Füllmaterial, ein spezielles Füllmaterial, das aus Spezialbeton, eine speziell unterschiedliche Körnung mit einer Substanz, die das Rosten verhindert, besteht. Und dieses Füllmaterial sorgt dafür, dass wir erstens nicht so viel Stahl benötigen, zweitens mal wird die Schwingung des Stahls eben unterdrückt. Es verstärkt natürlich die Wände, damit es den Druck aushält. Und es fixiert die Seiten. Und eben diese Substanz drinnen erhält auch die Schiene für eine sehr, sehr lange Zeit. Man verspricht von 50 bis 100 Jahren. So, hier sieht man auch schon ganz deutlich noch diese Rohre. Hier kann man zum Beispiel auch noch Glasfaserkabel oder Stromleitungen mit integrieren. Diese Schiene ist die Basis. Und hier ist natürlich der ganz besondere String. Ja, und dieser String, das ist, sind im Normalfall Stahlseile, man kann aber auch hier leichtere Materialien aus sogenannten Kunststoffen, speziell Kunststoffen, die eben noch leichter sind und auch kostengünstiger sind, die kann man bei leichteren Strecken in gebrauchen. Bei den starren Konstruktionen oder bei schweren Fracht geht nur mit Stahl. Dieser Stahl wird gespannt wie in einer Gitarrenseite und durch diesen Zug und durch diese Spanne hält sich dieses Schienensystem. Also eine ganz neuartige Art, die man eben, wo man dieses Wissen eben dieser Gitarrenseite oder Geigenseite genutzt hat, und das ist die Basis dieses neuen innovativen Systems. So, wo liegen die Vorteile noch? Dieses System, hier sehen wir die Schiene, ist viel glatter als alles andere, was man bisher hat, sei es
Seil. Es hat keinen Durchhang, wie zum Beispiel bei den Seilen. Es ist dreimal stärker als normale Seile, also viele, viele Vorteile. Noch dazu gibt es auch hier vier verschiedene Schienensysteme, habe ich bereits erwähnt. Wir haben hier die starre Konstruktion, halt, die haben wir hier, für Highspeed oder für schwere Fracht. Dann kann man hier unten sogar noch an den unteren Schienen zeitgleich, wenn nötig sogar in verschiedenen Richtungen oder zwei Fahrzeuge fahren, aber wahrscheinlich eher eins und zeitgleich. Dann gibt es sogenannte Hängebrückensysteme in flexiblen Schienensystemen. Das ist jetzt hier der Fall. Die sind ganz dünn und sehr flexibel. Hier nutzt man die Erdanziehung aus, weil nach unten geht es automatisch, nach oben geht es auch automatisch. Bei leichten Materialien bis 5 Kilometer, bei Stahl bis 2 Kilometer Spannweite möglich. Spannweite, also zwischen den Zugspannweiten, Spannstellen. Dann hat man noch die halbstarren Systeme hier oben. Das ist hier diese Schiene. Beim halbstarren oder beim flexiblen kann man bis 150 Stundenkilometer fahren. Bei der starren Konstruktion später bis 500 Stundenkilometer oben eben für die schwere Fracht. Und dann habe ich ja schon gesagt, es gibt ein viertes neuartiges Schienensystem. Für mich ganz wichtig, gerade für uns im deutschsprachigen Raum, denn der Lieferant für diese speziellen Rohre ist ja Welser Profile, war ja jetzt erst im Gespräch, bringe ich dann noch in den News. Welser Profile aus Österreich ist hier der Lieferant. Diese Rohre sind unendlich lang, haben keine Fugen und Quernähte und somit auch keinen Störfaktor. Der Vorteil zum normalen Seilbahnsystem ist, dass hier durch die Rohre hier die Halterung großflächig aufliegt, damit auch weniger Druck ist, weniger Reibung und damit kein Abrieb. Wenn ich jetzt die Seilbahn hier anschaue, habe ich hier punktuelle Belastung, Abrieb und so, dass einfach spätestens nach 2-3 Jahren bei vielbefahrenen die Seile eben erneuert werden müssen, was sehr kostspielig ist. Immer wieder diese Wartungsarbeiten und diese Erneuerungen, das fällt hier größtenteils weg. Das sind die vier verschiedenen Schienensysteme, die man eben gebrauchen kann für alle möglichen Variationen. Der Vorteil von Skyway ist, man kann auch Steigungen damit bewältigen bis 30% im Moment. Das heißt, man kann auch ins Gebirge, die Fahrzeuge kann man entsprechend anpassen. Egal was notwendig ist, Skyway versucht alles, dass man von in jedem Gelände sich fortbewegen kann. So eine Technologie gab es bisher noch nie. So, eine ganz große Besonderheit ist auch das elektrische Motorrad von Skyway. Und zwar, dieses Motorrad wird natürlich normalerweise betrieben mit Elektromotoren, ja, die im Gehäuse des Fahrzeugs sind. In Notsituationen kann man aber auch Erdgas, Methan, Wasserstoff oder andere umweltfreundliche Kraftstoffe dazu verwenden, über Generatoren zum Beispiel zum Produzieren von Strom. Aber normalerweise, wie gesagt, wird man eben mit Elektrizität versorgen, nur im Notfall durch Notaggregatoren. Und dieses Motorrad ist spezifisch und wird auch immer nur in den Händen von Skyway sein, egal wo auf der Welt. Diese wird nur Skyway vom kleinsten Detail bis zum Ende herstellen. So, wie gesagt, multiple Nutzungsmöglichkeiten eben auch in diesen Schienen für eben Stromleitungen und so weiter. Und was auch noch ganz besonders ist von Skyway, das ist das völlig autonome Energieversorgungssystem. Das heißt, Skyway hat ein eigenes Energiegewinnungssystem, sei es zum Beispiel Solarplatten, die man jetzt in den Emirates verwenden wird, oder spezielle flachliegende Windräder, die man vielleicht in Moskau dann oder Umgebung Novosibirsk verwenden wird. Je nachdem, man kann auch mal, wenn extreme Kohlevorräte da sind, zum Beispiel in Kasachstan wäre das, dann würde man ein Wärmewerk verwenden, um eben dort das abzubauen, was eh vorhanden ist und wo weit und breit niemand ist, um eben diesen Strom, den man benötigt hat, eben zu gewinnen. Und den Überschuss, ja, den man zum Beispiel auch beim Fahren, bei Highspeed gewinnen könnte, kann man auch in die umliegenden Dörfer mit abgeben, sodass man in Ländern wie Russland, wo es dünn besiedelt ist, oder in Nigeria,
Côte d'Ivoire und so weiter, Afrika, wo man teils Energieversorgungsprobleme hat, kann Skywest nicht nur den Transport liefern oder vielleicht auch Ökohäuser und was alles noch kommt, sondern sogar den Strom. Also einzigartig, was dieser Unitsky, dieser Erfinder, alles hier auf die Beine gestellt hat und das in dieser extrem kurzen Zeit. So, wo liegen die Vorteile der Technologie? Mal von der Technologie abgesehen. Erstmal in der Aerodynamik. Das heißt, wenn man hier das Highspeed-Fahrzeug vergleicht mit einem normalen Auto, bei einem normalen Auto ist der Windwiderstand 0,4. Wir erinnern uns, bei dem Intercity zum Beispiel, ICE, wäre es 0,2. Beim Auto wäre es 0,4. Viele mogeln da mit Spoiler und so weiter, bringt minimal aber nicht viel, weil diese turbulenten Strömungen da unten einfach diesen Windwiderstand noch erhöhen. Skywest-Fahrzeuge sind erstmal durch die Form sehr aerodynamisch und natürlich auf der zweiten Ebene und so weiter. Und hier haben wir nur einen Windwiderstand von 0,06, also ein Vielfaches weniger, was natürlich auch weniger Strom benötigt. Hier bei Geschwindigkeiten mal verglichen, bei 30 Stundenkilometer haben wir -30% im Vergleich zu hier Windwiderstand und bei 300 sogar -90%. Also wir sehen schon, das ist natürlich eine enorme Energieersparnis nur allein bei der Aerodynamik. Dann interessant auch Kraftstoffersparnis hier bei diesen Fahrzeugen. Wenn man hier mal anschaut, pro Passagier, wenn man hier von 14 Personen ausgeht und hier von 6 Personen, 0,12 Kilogramm Passagier, pro Passagier bei 100 Stundenkilometern. Hier in Kilogramm gemessen ist etwas seltsam, aber hier sind es 0,93 Kilogramm. Aber Fakt ist, dass man jährlich mit diesen Fahrzeugen im Vergleich zum normalen Hochgeschwindigkeitstransport bis zu 880 Tonnen Kraftstoff im Jahr einsparen kann. Das ist kein Peanuts. So, dann haben wir hier noch eine interessante Tabelle, die Transportanaloger im Vergleich mit anderen Parametern eben und eben anderen Technologien. Wenn wir jetzt hier anschauen, das ist die Magnetschwebebahn, dann haben wir hier Monorail, also die Einschienenbahn, dann haben wir hier die Lastwagen, Kraftfahrer und hier der normale Zug und hier haben wir Skyway. Also egal, was wir hier sehen, ja, ob bei den Kapitalkosten, das heißt bei den Errichtungskosten, bei den Betriebskosten, Operating Costs, ja, bei der, dem Energieverbrauch, ja, hier, man sieht hier ganz drastisch den Unterschied. Aber interessant, bei der Kapazität, bei der Leistung, ja, sind wir hier wesentlich höher. Hier kommt noch ganz gut mit die, lass mich mal gucken, dass ich hier nichts Falsches mache, die Trambahn ist noch relativ gut dabei bei der Kapazität, also bei der Leistungsfähigkeit. Aber wenn wir hier mal die Metro anschauen, die U-Bahn, naja, okay, im Verhältnis wirklich schwach. Dann hier Environmental Pollution, das ist also die Umweltverschmutzung, ja. Hier sieht man auch, LKW ist natürlich hier sehr drastisch. Hier sind die anderen noch relativ gut, aber Skyway immer wesentlich. Unfallrate, ja, das ist natürlich auch, hier sind natürlich die LKWs am schlimmsten dran. Also egal was, wir sind hier extrem im Vorteil, egal zu welcher Technologie. So, dann schauen wir uns mal die Lieferkosten und die Lieferzeit an. Ja, die Lieferkosten beim Flugzeug sind relativ hoch. Die Lieferzeit, naja, in allen, ja, also Lieferzeit ist die kürzeste logischerweise. Da sind wir mit Skyway ein bisschen langsamer wie mit dem Flugzeug, aber mit den Kosten natürlich wesentlich niedriger. So, wenn wir uns die Lieferzeit beim LKW anschauen, hier sind wir im Vergleich viel kürzer und auch viel kostengünstiger, das gleiche für den Zug und auch fürs Schiff. Ja, also wir sind hier immer wesentlich im Vorteil. Das spricht natürlich alles für uns und für das Interesse, dass man es errichten möchte. So, Skyway ist 10-mal billiger als potenzielle Transportlösungen. Naja, das ist eigentlich verständlich, wenn man eben das Ganze gesehen hat. Aber schauen wir uns mal an. Ökologisch, ja, sind wir alle, auch die Monorail,
die Magnetbahn und Hyperloop. Ja? Die Sicherheit sind wir Hochsicherheit, die Monorail und Magnetbahn ist relativ gut, Hyperloop schon mal nur Medium. So, dann haben wir hier wo kann ich mich bewegen? Skyway hat keine Eingrenzung. Die anderen müssen alle auf dem Boden bleiben. So, Geschwindigkeit Skyway bis 600 Stundenkilometer, Monorail bis 80 Stundenkilometer, Magnetbahn bis 600 Stundenkilometer, die sind ja auch recht gut. Und Hyperloop natürlich 1200. Hyper-U haben wir ja auch noch nicht. Ja, das ist auch kein Vergleich. So, aber jetzt schaut euch mal die Kosten an pro Kilometer. 3 bis 8 Millionen pro Kilometer bei Skyway, je nachdem, wie viele Stationen und so weiter. Bei Skyway muss man immer sagen, es ist ja nicht nur die Strecke, die geplant wird, sondern was auch dazugehört, ja, wie viele Stationen und so weiter, wie viele Fahrzeuge, das ist ein kompaktes System. So, bei Monorail liegen wir schon bei 36 Millionen, bei Magnetbahn bei 106 und bei Hyperloop bei 100 Millionen. Also hier brauchen wir, egal was wir glauben, meiner Meinung nach keine Konkurrenz nicht zu fürchten. So, Hyper-U, ich habe jetzt natürlich hier nicht die Möglichkeit, euch das Video zu spielen, aber die meisten kennen es schon. Hier, nur damit ihr wisst, was es bedeutet, Hyper-U ist das neue System von Skyway, dieses 1250 Stundenkilometer soll das möglich sein, auf der Erde, unter der Erde oder unten auf dem Meeresspiegel, bis zu 100.000 Passagiere pro Tag soll das Ganze bewegen können und errichtet wird das Ganze, wenn die Highspeed-Strecke in Abu Dhabi beendet ist, beginnt man mit den Teststrecken für Hyper-U. Auch hier hat man ja in Abu Dhabi dieses Grundstück bekommen von den Emirates, um das Ganze in dem dritten Innovationscenter-Gebiet eben errichten zu dürfen. So, Zusammenarbeit mit dem ganz bekannten Unternehmen Dassault Systems. Es half bei der Implementierung der 3D Experience, um einfach das Ganze zu sehen, zu visualisieren und so weiter. Ganz wichtig heutzutage. Und diese Software wird eben von Dassault Systems zur Verfügung gestellt. So, was Skyway natürlich ganz besonders auszeichnet, was viele noch gar nicht richtig realisiert haben, die Möglichkeit eben, dass man jetzt schon mit dem arbeitet, was andere erstmal implementieren müssen, bestehende, was oft bei bestehenden Systemen schwierig ist, nämlich intelligente Steuerungssysteme und Blockchain. So, das hätten manche gerne in ihren Unternehmen, aber das ist natürlich nachträglich sehr schwer zu implementieren. Skyway ist jetzt am Zahn der Zeit und bringt das alles schon, bietet das alles schon an, wovon andere in München, in Berlin auf der InnoTrans nur mal erst geredet haben. Ja? So, erstens mal Onboard-Echtzeitsteuerung. Das heißt, die Fahrzeuge werden in Echtzeit gesteuert zwischen den Bahnhöfen. Die Trassen werden automatisiert, geroutet und reserviert. Kontinuierlich werden Daten erfasst und an die Leitstelle gesandt für das Routenmanagement. Die Module treffen teils, also meistens ihre Entscheidungen selbst, bis auf einige Ausnahmen. Den Fahrplan muss man ihnen natürlich schon mal vorgeben, aber wenn es zum Beispiel ein Hindernis gibt, routen die automatisch um, wird alles über die Blockchain möglich. Man muss das Ganze eben erstmal einstellen und so weiter. Das Gleiche ist ja auch, was Junitzki in diesem tollen Video uns gezeigt hat, dass man hier mit diesem intelligenten System arbeitet, nämlich man hat mittlerweile 90 verschiedene Objekttypen dem System gelernt. Wie nennt er liebevoll seine Fahrzeuge? Sein Hundchen, das ihm folgt, wie er will, er hat sich versteckt irgendwo, er geht voraus, er läuft zurück. Das Fahrzeug passt sich immer ihm an. Ja, geht er zurück, fährt es zurück, geht er nach vorne, fährt es hinter ihm her. Immer im entsprechenden Tempo geht er langsam, läuft er, wird auch schneller. Also immer im gleichen Abstand, was eben programmiert ist. Die können sogar Waffen erkennen, Messer und so weiter, würden sofort Signal geben an die Leitstellen. Also ist faszinierend, was möglich ist mit Radar und Kamera, was viel günstiger ist als diese bestehenden LIDAR-Systeme. Und natürlich macht es das auch möglich, diese Systeme arbeiten auch bei schwierigen Wetterbedingungen, bei Nebel, bei Schneesturm und so weiter, was ja auch sehr, sehr wichtig ist.
Zusätzlich erfassen die, wird in der Blockchain automatisch auch Service- und Wartungsdaten erfasst. Das heißt, wenn das Fahrzeug schon die und die Kilometer hat, dann merkt es das System halt, 1200 Kilometer ist Wartungszeit, also ab in die Werkstatt, wie es so schön heißt, jetzt wird gewartet. So, dann interagieren diese Systeme mit uns Fahrgästen, das heißt, wir werden eine App auf dem Handy haben, wo ich vielleicht meine Kreditkarte hinterlegt habe oder vielleicht sogar dann den SWG-Token, wie das genau aussieht, müssen wir erstmal sehen. Das Geld wird automatisch entweder bei uns abgezogen und dann umgeswitcht in SWG-Token oder bei uns als SWG-Token schon abgezogen und dann sofort blitzschnell verteilt. Da kommen wir gleich noch dazu, auf die Personen, die davon verdienen werden. So, Datenerhebung und Verarbeitung für Warten ist sowieso klar und eben auch bei Fehlern wird das Ganze, die Daten werden sofort analysiert und für Fehlerfindung genutzt. So, und jetzt kommen wir zum Thema Geld, was ich ja schon ein bisschen angedeutet habe mit unserer App. Das Geld wird von uns genommen. Ja, wie funktioniert das? Es gibt Sensoren zum Beispiel an jedem Drehkreuz, jeder Schienensystem an jedem Bahnhof. Und wenn wir zum Beispiel im Bahnhof den nächsten Sensor nicht überschreiten oder den Sensor überschreiten beim Drehkreuz, dann weiß das System sofort, die Rosemarie ist ausgestiegen. Meine App, die wird das registrieren, ist ausgestiegen und oder was es auch immer dann für Systemmöglichkeiten gibt. Die meisten werden es mit Handy machen und jetzt wird das Geld abgezogen und sofort blitzschnell an die Personen oder Organisationen verteilt, die davon partizipieren. Zum Beispiel die im Ökosystem integriert sind, Bauherren, Finanzstrukturen. Diejenigen, die Streckenbauer, ja, die Strecken werden ja nicht nur von Junitsky gebaut, sondern im Gegenteil. Man wird ein Franchise-System aufbauen. Mit diesem Franchise-System müssen die Leute Lizenzen erwerben, die Bauunternehmer und Betreiber müssen Lizenzen erwerben, dass sie auch den Standard einhalten, wie bei McDonald's so ungefähr, nur halt bei uns im Transport. Die werden dann zertifiziert und wenn sie zertifiziert sind, dann dürfen sie Franchise-Teilnehmer werden, dann dürfen sie eine Strecke selbst betreiben. Und dann sind sie in dieser Blockchain integriert und wenn natürlich ihre Strecken genutzt werden, bekommen sie sofort automatisiert über die Blockchain blitzschnell in Sekundenschnelle die entsprechenden Kosten, die ihnen zustehen. So, dann sind natürlich auch Geschäftsmieter zum Beispiel in irgendwelchen Gebäuden drinnen, die da partizipieren, Transportunternehmer, Infrastrukturunternehmer und so weiter. Und natürlich wir Unterstützer, die ja dann, wenn das Ganze konvertiert wird und mal zu einer Aktie wird, dann ja Dividenden erhalten können. Auch das wird automatisiert, ohne dass irgendein Mensch da mitspielt, über die Blockchain integriert und geregelt. Und blitzschnell. Und man hat hier auch schon mal angedeutet, dass es sogar möglich sein wird, wenn das Ganze mal etwas lukrativer wird, dass Dividendenauszahlungen nicht nur jährlich erfolgen können, sondern dass es durchaus möglich sein kann, dass man vierteljährlich oder sogar monatlich diese bekommt. Natürlich nicht sofort, aber vielleicht später ist das durchaus möglich, weil mit Blockchain geht so etwas. So, dann die Verwendung dieser digitalen Währungstoken, SWG-Token oder später SWX, SW-X, das heißt wahrscheinlich für jedes Projekt, regionale Bauprojekt jetzt einen eigenen Token geben, die schaffen die Möglichkeit eines einheitlichen Wirtschaftssystems. Das heißt, egal wo auf der Welt, ja, wir uns bewegen oder mit Skype fahren, wir werden immer mit dem SWG-Token bezahlen können. Sowas gab es bisher noch nie. Und alle Abrechnungen werden über diesen SWG laufen und dann kann man natürlich von den SWG wahrscheinlich über eine Exchange dann entsprechend in andere Währungssysteme das Ganze umswitchen. Wie auch immer das dann sein wird, aber es ist faszinierend, was hier in der Zukunft möglich ist. Und hier ist Skyway der absolute Vorreiter. Sowas wie Skyway hier auf die Beine stellt, gab es bisher noch nie. So, wer ist integriert? Hier mal ein Interaktionsschema zwischen Anbieter und Verbraucher. Natürlich hier ist der Passagier, das Passagierunternehmen. Wie gesagt, es können die Franchise-Unternehmer sein. Dann gibt es sogenannte Transportaggregatoren. Es gibt Beratungsstellen, Hotlines. All die wollen ja Geld haben, Rolltreppen-Service,
braucht man ja auch, Versandunternehmen, Wagenbetreiber, die die Waggons und so weiter haben, dann hier das Passagiermanagement, Prozessleitsystemen in den Stationen, aber auch auf den Linien, Verkehrsregelung und Straßenservice und was halt alles so dran ist, Landleasing, hier noch Elektrizität, Pole, was auch immer das hier ist, Stationen, Bauten, also all diese Faktoren sind integriert und werden eben davon partizipieren, von dieser Teilung. Also es ist schon enorm, was dieses Unternehmen hier leistet. So, und wer ist der Ursprung dieser fantastischen Idee und der Gründer dieses gigantischen Unternehmens, das hier seine Weichen stellt und in den nächsten Jahren meiner Meinung nach die Welt verändern wird? Anatoly Eduardowitsch Junitsky. Leiter von zwei Projekten der Vereinten Nationen, mittlerweile Autor von zahlreichen Erfindungen, Monographien und wissenschaftlichen Arbeiten und natürlich Erfinder und Präsident des Verwaltungsrates der internationalen Skybe-Unternehmensgruppe. So, er wurde letztes Jahr im Dezember ausgezeichnet mit dem Internationalen Friedenspreis in der Slowakei. So, hier ein paar Erinnerungswerte von seiner Anfangszeit, die ersten Bilder. Hier, das ist Vision Spaceway, aber auch keine so große Vision mehr, dass man es als Vision bezeichnen kann. Es wird schon stark gearbeitet. Hier der LKW mit den ersten Tests von 2001 bis 2009 in Ozoriba, Moskau, wo eben dieser Alexander Lebed schon dabei war und Unterstützer war. So, dann gibt es natürlich schon Patente von China bis Australien. Mittlerweile, das werden wir heute noch hören, den vierten Golden Chariot, das möchte ich hier unbedingt erwähnen, ja, kommt aber heute noch exakter. 18 internationale Ausstellungen von Singapur bis Berlin. Also es hat sich hier sehr, sehr viel getan. Hier zum Beispiel auch das Unimobile wird in den nächsten Wochen für uns Investoren hochinteressant, möchte ich schon mal hier andeuten. Dieses Unimobile vorgestellt letztes Jahr auf der Moskauer Messe oder hier das Highspeed auf der Berliner Messe. So, dann hat das Unternehmen unter anderem ISO-Zertifizierung für das Unternehmen aus Deutschland, aus Thüringen bekommen, ISO-Umweltschutz aus Australien, also auch hier unglaublich und das in einem Zeitalter, wo alles Klimawandel schreit, also wir sind genau am Zahn der Zeit mit diesem Unternehmen, das bestätigt auch die Aufnahme in der Liste der UNO-Expertenprogramme, wo man insgesamt 17 globale Ziele verfolgt mit 169 Aufgaben. Auch da ist auf der Seite 100 Skyway mit integriert und da sind wir ganz, ganz besonders stolz drauf, dass Skyway damit dabei ist. Und meiner Meinung nach war das auch ein Muss. Hier möchte man eben auf Nachhaltigkeit die Umwelt verbessern und eben das Ganze bis 2030. So, wie sieht es mit der Produktion aus? Die Ergebnisse in Belarus, wir haben hier das vierstöckige Verwaltungsgebäude, eines von dreien, das größte. Es gibt noch zwei weitere Offices, hier ein Bild von intern, hier eine Besprechung. Mittlerweile 800 Angestellte, 100 weitere sucht man derzeit. Also das stimmt eigentlich nicht. Ich habe gehört, man ist schon bei 900, aber wie gesagt, die Zahlen, ständiges Wachstum. Dann hier die neuen Fertigungshallen. Ich habe gehört, es wird ist schon wieder eine in Planung, die gebaut werden soll. Also hier im Wirtschaftszentrum von Minsk. Es wächst und gedeiht. Alles läuft auf die Serienfertigung hin. Und der Anfang war das hier. Der Businessplan 2014 hätte der Start sein sollen. Leider durch vielen Widerstand ist das Ganze erst Ende 2015, Anfang 2016 dann in Minsk realisiert worden, geplant ursprünglich ja in Litauen, wo man ja Junitsky eben leider übel mitgespielt hat und verleumdet hat und dadurch auch die Verzögerungen, die wir jetzt haben, dass wir nicht 2018, 19 an die Börse gehen wollten oder eben erste Dividenden 19 erhalten sollen, sondern dass sich das Ganze um 2 Jahre verzögern wird. So, hier. Neue
Bilder hier von diesem Jahr ganz von mir persönlich oder von uns, nicht von mir, von uns persönlich eben gemacht aus dem Ökopark vom Ökofest dieses Jahr. Ach ja, nochmal zurück. Hier hat man ursprünglich 3 Trassen geplant. Hier die Frachttrasse, hier oder eigentlich 4 Hängebrückensystem und die leichte, die halbstarre Konstruktion. Und hier wollte man 22 Kilometer Highspeed machen. Leider hat man die 22 Kilometer Genehmigung in der letzten Instanz, in der 16. von Belarus, nicht genehmigt, sodass man mit der Strecke ausweichen muss jetzt nach den Emirates, was leider sehr viel kostspieliger ist, aber es bringt auch sehr, sehr viele Vorteile, eben weil man im tropischen Markt auch aktiv werden kann, wo die Unterstützung noch viel wesentlicher ist wie überall. So, mittlerweile hat man im Ökopark hier hinten die Frachttrasse, hier hat man die leichte Konstruktion mit den Durchhängen, also das heißt dieses. Dann hat man hier diese Konstruktion mit den Rohren aus Österreich, von dem Welterprofil. Hier die starre Konstruktion mit 950 Meter und hier die 6. Strecke, die auch bald fertig sein wird, für die schweren Seekontainer in den Emirates. Für die ersten Tests und die weiteren Tests werden dann im nächsten Center sein, nämlich hier im Skyway Innovation Center Sweek in den Arabischen Emiraten, nämlich in Sharjah im Hochschulgebiet integriert, das man ja wegen Skyway extra nochmal komplett umgeplant hat. Das war 2017, wo man die Entscheidung getroffen hat und dort 28 Hektar zur Verfügung gestellt hat. Und dort werden 4 Trassen entstehen für öffentlichen Nahverkehr, Fracht und so weiter und so fort, leichte Trasse. Und diese Strecken werden auch schon nicht nur zum Testen benötigt, sondern die werden auch für die Nutzung für die Leute dort zur Verbindung eben schon genutzt. Das sind auch schon Nutzungsstrecken. Ja? Hier wird auch dieses Ökohaus gebaut. Ja? Wir haben ja immer wieder Bilder davon gesehen. Hier eben nochmal die wichtigsten Sachen zu. Hier der Scheich von Sharjah, der ja auch ein Autor ist, wie wir schon mitbekommen hat, auch die Biografie von Junitski bekommen hat. Er ist der Leiter des Emirats Sharjah und auf dem sich das Gelände eben befindet. Wir wissen ja, Sharjah gehört ja zu 40% auch den Emirates und zu 60% Skyway, was natürlich auch stark für die Scheichs bedeutet, sie sind interessiert eben, dass da was passiert, überwachen es auch mit und ist natürlich ein Riesenvorteil, weil sie es natürlich auch unterstützen und nicht wie bekämpfen, wie es oftmals so ist. So, dann der Kronprinz von Dubai, hier haben wir ihn. Das ist übrigens der Herr vom Flughafen, wenn mich nicht alles täuscht, der mit mir gesprochen hat, mit dem ich dieses Foto habe. Das ist mir jetzt das erste Mal, dass mir das auffällt. So, also hier der Kronprinz, habe ich es ja wirklich mit allerhöchsten, und hier die königliche Hochheit von Dubai selbst. Und das andere war eben sein Sohn. World Government, hier hat man erstmal RTA auf den Skyway-Fahrzeugen gesehen. So, mittlerweile haben 32 internationale Delegationen das Skyway-Zentrum besucht, seit 2014, stimmt nicht mehr die Zahl. Waren schon wieder mehrere da, aber das sind die letzten Informationen, die wir jetzt so hatten. Wir sehen schon weltweit. Ja, hier sehr viel spielt sich ab in Südamerika, das wissen wir auch, das werden wir gleich auf der nächsten Folie sehen, nämlich hier Peru. Das habe ich hier im Bild. Hier sollen ja 15 neue Städte gebaut werden, laut Planung, wenn eben Claudia Zola-Suarez aus Peru, der Präsidentschaftskandidat, an die Macht kommt. Er hat schon die Unterschrift von Junitski, dann hat man das hier geplant. Brasilien, Stahlbau, Uruguay, Paraguay, Argentinien, hier geht es um Lithium, hier geht es um Abbau im Gebirge von sehr wertvollen Rohstoffen oder auch von Baumbeständen, die mit herkömmlichen Möglichkeiten gar nicht möglich sind. Dann natürlich extrem viel passiert in Russland, Mongolei und was sonst noch alles ist, auch in Europa, Tallinn, Belgien, Antwerpen, Schweiz. Kann ich euch dazu sagen, neueste Information ist im Moment absoluter Stillstand, liegt aber nicht an der Firma, liegt daran, dass man sich nicht einig wird. Diejenigen, die den Vertrag unterzeichnet haben, wollen null dazu beitragen, null Risiko tragen. Und Skyway sagt, wenn das Ganze finanziert werden muss, dann müsst auch ihr zumindest einen kleinen Beitrag dazu leisten. Da dies bisher noch nicht
zu einer Einigung führte, ist das Ganze stillgelegt im Moment. Ja? Das ist der ganze Grund. Es liegt nicht an Skyway, es liegt einzig und allein an denen aus der Schweiz und aus Ungarn, das sind die Vertragsunterzeichner, die das Ganze ausbremsen. Dann hier, wie gesagt, Afrika, Vietnam, großes Thema. Malaysia haben wir ja schon gehört über die Seite. Moskau haben wir ja schon gehört. Mongolei habe ich heute ja schon erwähnt. Fokus, ganz großer Fokus natürlich auf den Vereinigten Arabischen Emiraten. Also man sieht, Markt ist groß genug. Ich verrate euch dazu aktuellste Zahlen. In 18 Ländern hat man schon ganz weit ausgearbeitet und 7 stehen in einigen Monaten in der Realisierungsphase. Also es ist schon sehr weit geschritten, das Ganze. So, dann schauen wir weiter. Was hat Unitsky noch? Wie gesagt, wir haben ja nicht nur Transport, sondern wir haben ganz Stadtsysteme, Pläne für sogenannte lineare Cities, wäre zum Beispiel in Peru meiner Meinung nach ein Thema, war damals auch die Sprache in Indien, vielleicht auch noch in anderen Gebieten. So, eigene Brücken für Fußgänger, hier die aus dem Ökopark, oder auch für Straßen auf dieser Technologie aufgebaut. Viel schneller errichtet wie herkömmliche Brücken, viel einfacher, viel kostengünstiger. Eigene Fluglandebahnungen auf dieser Technologie wird es geben. Es werden alles eigene Finanzprojekte. Er hat mal auf die Schnelle einen Hubschrauber umgebaut, was hier niemand geschafft hat. Und hat hier ein Fahrzeug geschaffen, eine Drohne geschaffen, die völlig pilotenlos fährt mit einer Traglast bis 1,5 Tonnen. Bisher war es möglich bis 250 Kilogramm. Flughöhe mehrere tausend Meter Distanz bis 500 Kilometer, eine Geschwindigkeit von 170 Kilometer und insgesamt 15 Autopiloten, die eine absolut händefahrerlose, alles wird automatisch gesteuerte Transport ermöglicht, wird ganz besonders benötigt fürs Gebirge oder auf dem Wasser. Es gibt auch schon Anfragen, das Ganze wird wahrscheinlich auch mal im größeren verkauft werden. Wenn jemand 5 Millionen investiert, dann kann er so einen wahrscheinlich später eben ordern. So sind zumindest im Moment die Kenntnisse. Natürlich gibt es auch kleinere Flugdrohnen für weitere Zwecke. So, dann gibt es meistens nicht beachtet, aber auch dieser Spezialzaun, ja, kann Unitsky Geld einbringen und natürlich auch den Unterstützern. Warum? Dieser bringt natürlich keine Dauer ein, aber für den Bau, für die Errichtung und für den Verkauf an den Gewinnen, diese Gewinne fließen ebenso in den Topf ein, genauso wie bei den Drohnen. Ja, wenn da gebaut wird und Gewinne entstehen, all das fließt in die Gewinne des Unternehmens und dann in die Erträge. Und nun kommen wir zum Unimobil. Unimobil für Behinderte, ich habe ja immer erwähnt, es soll verkauft werden und Rückflüsse geben. Ich habe jetzt ganz neu die Information, soll Ende November sollen neuere Informationen hierzu kommen. Hier schon mal vorab, genaueres wissen wir noch nicht, ich muss alles noch mal genauer mir anhören, aber dieses Fahrzeug wird auch eine Finanzierungsmöglichkeit sein. Und zwar sehr, sehr schnell wird das kommen. Also eine weitere Investmöglichkeit für diejenigen, die integriert sind. Es sind hier schon Teams gebildet worden, die das Ganze unterstützen, ein eigenes Unternehmen. Aber alles Weitere wird Ende November uns mitgeteilt werden. Also auch hier geht es und auch hier gibt es wieder Rückflüsse in das Unternehmen. Das gleiche gilt für die Ökohäuser. Auch Ökohäuser wird es ernst. Also auch hier werden weitere Informationen sehr zeitnah kommen. Mehr dazu im Workshop. Gleiche gilt für Humus, auch sehr zeitnah. Alles weitere Projekte, der Humus ist ja sehr, sehr wertvoll, komme ich noch näher dazu dann bei den neuesten Informationen. Was niemand wusste bisher, auch Skyway hat ein spezielles Vakuumglas, ein eigenes Investprojekt, das auch dieses Projekt kommt demnächst, wird benötigt für die Ökohäuser, näheres demnächst. So, und nun kommen wir zu den letzten Informationen. Ja,
die Presse mittlerweile immer mehr aktiv. Ja, wir haben es ja schon mitbekommen, selbst in Deutschland wachen jetzt die ersten auf. Aber natürlich ganz besonders im russischen Bereich. Hier die Argumente Ifacti berichtet über die Problematik mit Onliner, das ist in Belarus, BY oder TUT in Belarus, die ja wirklich massivst gegen Junitski gehen mit extremen Medien, Lügen, anders kann man es nicht bezeichnen. Und deshalb ja auch die Petition, die viele unterzeichnet haben. Hier ein Interview mit Argumenti, die das Ganze untersucht und recherchiert haben. Endlich mal jemand, der auch dagegen angeht. Millionen verdient Belarus daran und trotzdem dieser Widerstand. Aber Widerstand entsteht immer, wenn etwas im Entstehen ist. Das sollte man sich eben mal vor Augen halten. Das Medienportal Emira berichtet in einem Artikel auch über die technischen, wirtschaftlichen, ökologischen Vorteile dieser Technologie auf der zweiten Ebene. So, Menschen mit Visionen. Liebe Österreicher, da sind wir wieder dabei. Welser Profile und Junitski arbeiten ja zusammen eben mit diesen Rohren für die Endlösungen, für die leichte Technologie. Und da sind wir auch ganz besonders stolz drauf aus dem deutschsprachigen Bereich. Welser Profil hat dieses Jahr 350-jähriges Jubiläum gefeiert und hat mit Junitski die Chronologie, diese Chronik ausgetauscht. Also Thomas Welser bedankt sich damit für die Zusammenarbeit bei Junitski und Junitski hat eben sein Buch gegeben und er hat einen ganz, ganz netten Brief dazu geschrieben. Und das finde ich ganz, ganz nett und freundlich und da freuen wir uns natürlich ganz besonders darüber, über diese Zusammenarbeit. So, dann war Skype auch auf der Messe Traco in Danzig, eine internationale Konferenz für traditionelle Transportarten und neue Transportsysteme. Wie sieht die Welt von morgen aus? Und da wurde im Junitski der vierte Golden Chariot überreicht. Diese Medaille, er hat den dritten Platz erreicht. Da gibt es ja immer verschiedene, die da eben beteiligt sind. Und da sind wir natürlich ganz besonders stolz drauf, weil es, ja, wie hat mal einer gesagt, nächstes Jahr wieder, wenn letztes Jahr gab es gar keinen, 2017 war der letzte. Und zwar für Einsatz in der Entwicklung der Transportbranche. Ist ja im Moment alles komplett im Umbruch. Ich habe erst jetzt von Dr. Maslow, heute möchte ich euch nicht vorenthalten, die Information gehört, dass in Estland irgendein Minister ein neues Gesetz erlassen hat, das spürbar investiert und gefördert werden soll in die Mobilität. Also das zeigt wieder, in neuartige ökologische Lösungen will man investieren und das Ganze vorantreiben bis 2035. Und somit sind wir wieder voll im Trend. Und wer ist in Estland zu Hause, in Tallinn, unter Dr. Maslow, der wird das schon unterstützen. So, dann gibt es eine neue Testanlage auf dem Gebiet des Ökotechnoparks. Hier testet man ganz besonders Schienen, die Räder und so weiter, auch eben auch Verschleißgeräusche und Langlebigkeit. Man hat sogar Räume mit Panzerschutz, wenn jetzt hohe Geschwindigkeiten erreicht werden und das Ganze splittern sollte, dass es keine Verletzungen gibt. Hier drüber gibt es auch ein Video. Dann ist hier Skyway wieder in der Presse im Wirtschaftsmagazin Office Live. Und im russischen Informationsportal Reporter. Hier geht es auch wieder um die Vorteile mit, im Energieverbrauch. Und bei Office Live, das ist ja spannend, hier geht es um das Muli, das auf Schienen fährt. Wer es nicht weiß, es gibt ja vom Highspeed-Fahrzeug, gibt es ja zwei Fahrzeuge. Eins war eben in Berlin mit voller Ausstattung, mit Ledersessel und so weiter. Und eins ist das Muli, da ist alles offen, das heißt, hier fehlt praktisch die Ausstattung wie der Ledersessel, sodass man an die Technologie heran kann, um alles eben optimal zu testen. Dieses Fahrzeug ist beim Ökofest oben auf den Schienen gefahren und das untere konnte man unten eben besuchen und ansehen und sich hineinsetzen. Also und sowas wird es eben bei den Fahrzeugen immer geben.
So, dann hat man das neue Buch Non-Rocket Space promoted jetzt. Ich habe dieses Buch bereits erworben, und zwar in Minsk beim Ökofest. Es fand ja am 21. Juni da eine internationale wissenschaftlich-technische Konferenz statt, wo sich alles traf, was Rang und Namen hat, auch eben der Hussein Al-Mahmoudi aus Sharjah und natürlich aus von der Unternehmensgruppe Skyway. Raumfahrer waren Vertreter, Dr. dann Juri, oh Gott, ich spreche mir nicht die Zunge ab, alles was Rang und Namen hat aus der Wissenschaft in diesem Bereich, die haben dort gesprochen über die unterschiedlichsten Themen wie Spaceway, Ecomir und eben das einfach die Raumfahrt, wie sie bisher ist, viel zu viel Umweltverschmutzung ist, dass man andere Lösungen braucht. So, dieses Bild hier seht ihr, hier meinen Tisch unten drunter ist von meinem Buch, ich habe es mal aufgeklappt und euch gezeigt. Es ist hochinteressant von der Bebilderung her. Ich bin total stolzer Besitzer dieses Buches. Ich habe auch auf Englisch die Biografie und da bin ich absolut stolzer Besitzer davor. Ich bin ein Bücherwurm und wenn ich dann mal ins Skyway Rente gehe, dann werde ich mich durch dieses englische Buch durcharbeiten. Im Moment fehlt mir leider noch die Zeit. So, Greenway, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe euch von Humus erzählt. Ihr seht ja unten wieder dieses Bild aus dem Labor. Man hat begonnen mit Proben aus Russland und aus Weißrussland. Mittlerweile hat man 90 Proben von den Investoren gesammelt, die beim Ökofest waren. Und das Ganze wird eben in diese Greenway-Botenbank, die gehört Junitsky, ja, isoliert man eben diese Komplexe, diese wertvollen Mikroorganismen, testet sie an den Pflanzen, Getreide, Gemüse und was weiß ich auch alles, ermittelt die Werte, mischt das Ganze mit zerkleinerter Braunkohle, mit welcher die nicht industriell verseucht ist und so weiter, gibt es ja viele. Und daraus will man eben guten Humus erstellen. Hier, ich kann euch eins sagen, weltweites Interesse schon sehr lange. Ich kenne persönlich jemanden, der nur darauf wartet. Das wird ein Investprojekt werden, auch demnächst. Humus Uniterra wird es heißen hier, also scheinbar, die Proben werden auch an andere Länder und Labore geschickt, zum Beispiel in die Emirates und so weiter. Und dort eben, das Ganze befindet sich gerade von der Zertifizierung in der Abschlussphase, also es ist nicht irgendwas, sondern es wird zertifiziert und geht dann in die Großproduktion über. Hier wird es Gelder benötigen und deshalb sind wir wieder gefragt. Ja, alles nötig natürlich, Humus ist ja verknüpft direkt mit den Ökohäusern, genauso wie die Vakuumgläser. Also das alles ein ganz, ganz großes Thema und wird sicher weltweit einen riesen Hype machen. So, dann gab es Verhandlungen mit einem potenziellen Rohstofflieferanten, mit BKR. Der eine oder andere von euch hat es sicherlich schon gesehen. Hier hat man sich auch schon lukrativ eben unterhalten. Da geht es eben um Stahldraht und Metallerzeugnisse. Ich habe mich schlau gemacht, also die sind auch in jedem dritten Autoreifen sind die vertreten mit ihren Stahldrähten, wenn man mal Stahl oder Autoreifen recycelt. Mein Mann ist ja da tätig in der Branche, dann hat man immer diese blöden Stahlsplitter in der ganzen Kleidung, ist fürchterlich, aber wie gesagt, das wird eben benötigt und diese Firma hier spielt ja eine wichtige Rolle aus Belgien. So. Und wie gesagt, das Ganze wird unterstützt durch private Darlehen von privaten Darlehensgebern, die die Möglichkeit haben, davon zu partizipieren. Wir befinden uns jetzt gerade in der Endphase von Etappe 13, 14 und 15 ist noch offen. Und wir befinden uns gerade in einer sehr, sehr heißen Phase. Wie gesagt, vieles steht kurz vor dem Start und bleibt. Wie heißt es schön in Englisch? Stay tuned, bleibt dabei, nutzt die Workshops von mir auch, wo ich auch mal intensiver darauf eingehe. Wer nicht diese Möglichkeit hat oder nicht die Kontaktdaten hat, kann mich gerne kontaktieren per Facebook, Skype. Dann bekommt ihr die Zugänge auch hierfür. Und ansonsten bin ich für heute am Ende angelangt. Ich danke euch allen für eure Aufmerksamkeit. Informiert die Menschen da draußen über diese Möglichkeit des Unterstützens, helft ihnen und so dass wir eine ganz, ganz große Skyway-Familie werden. Und ich würde mich freuen, wenn wir den einen oder anderen bei den Stammtischen begrüßen könnten.
am kommenden Samstag oder wie in weiterer Zukunft jeden zweiten Samstag im Monat. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir hören uns wieder bald.